Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist Ogrutz, das hier ist Warhammer 40k Mechanicus und wir klicken einfach mal fortsetzen. Wir mussten dann wieder in unserem Spiel landen, sondern ich habe ein privates Spiel zwischengefuddelt. Ne, habe ich nicht. So. Ich sorge mich eher um die Moral, Margus, aber diesmal können wir vielleicht zurückschlagen. Gut, was wir können oder nicht können, ist uns völlig egal. Wir suchen jetzt nochmal die Mission raus mit dem zusätzlichen Tech Priest und da werden wir dann auch sofort reingerätschen. Und das ist so ziemlich das Wichtigste, dass wir hier weitere Protagonisten kriegen und uns nicht mit den anderen da rumhauen müssen. Es mag schwer zu verstehen sein für jemanden mit so emotional abstumpfenden Maßnahmen wie dir, Margus, aber unsere Moral liegt am Boden. Die Seminaria Militium gibt haufenweise die Wichtigkeit von Moral auf dem Schlachtfeld. Mir sind die Faktoren, die dazu beitragen, durchaus bewusst. Gut, denn es hat Auswirkungen auf alle Kohorten im Tal der Gräber. Wir arbeiten hart mit den Skitarii, doch sie kämpfen gegen einen unsterblichen Feind, dem niemals die Leichen ausgehen, die er uns entgegenwirft. Deine Aussagen der Fakten lässt bald einen Lösungsvorschlag folgen. Führe einen symbolischen Schlag, etwas Großes und Offensichtliches, das den Skitarii einen Grund zum Feiern gibt. Es gibt eine Statue von Agrolek in seinem Grab, die ein passendes Ziel abgeben könnte. Ich verstehe. Dieser Vorschlag wird gegen konkurrierende Missionsprioritäten abgewogen. Die Sache ist, warum sollen wir jetzt eigentlich noch eine Statue von Agrolek zerstören, wo wir Agrolek zerstört haben? Aber gut. Vielleicht haben wir die Reihenfolge etwas durcheinander gebracht, in der die gedacht haben, dass wir es lösen. Also machen wir das jetzt einfach mal. Wer auch immer Lord Agrolek war, er liebte es, Statuen von sich selbst zu bauen, wie so viele Menschen auch. Ich stelle Bedenken und Enttäuschung in deiner Aussage fest. Sieh zu, dass du die Xenos nicht mit Menschen vergleichst. Es ist schädlich für die gesamte Menschheit. Natürlich, Margus. Meine Skitarii haben einen Standort erspäht, aber sie konnten die Statue aufgrund des starken Necron-Widerstandes in der Region nicht zerstören. Wenn sie fällt, beweist das, dass die Necrons nicht alles auf Silber Tenebris unter Kontrolle haben. Okay. So, unsere Servitoren sind jetzt Level 2, das heißt, sie haben 6 Hitpoints statt 5. So, da hinten sind unsere beiden Mission Goals, da können wir prima hier außenrum lang. Die Kohorte steht auf einem... stößt auf eine einzelne Skitarii. Die Soldatin ist schwer am Arm verwundet und arbeitet als Kurier für ihre Einheit, da sie keine Waffe mehr führen kann. Sie erklärt, dass sie Infantry Operator der 3. Klasse Epsila der 5. Binärkohorte Maniple Theta und dass sie eine Tafel mit Kampfbeobachtung zum Skitarii-Posten in der Nähe des Eingangs bringen muss. Ja, wir helfen ihr. Das wird uns Zeit kosten. Nee, es kostet uns keine Zeit. Die Soldatin ist dankbar für die Hilfe und sie ist erfreut, von der bevorstehenden Zerstörung der Statue von Agrolek zu hören. Die Abweichung von der Mission dauert etwas, aber bietet der Kohorte die Möglichkeit, sich zu versichern, dass der Sturz der Statue tatsächlich die Moral des Skitarii stärken wird. Ja, hat nicht wirklich Zeit gekostet. Hat uns ein bisschen Initiative gekostet, aber das ist eigentlich eh egal. Denn wie gesagt, bis dato ist der Schwierigkeitsgrad noch überschaubar. Ein gewaltiges halbmondförmiges Raumschiff aus Metall hing ursprünglich an der Decke dieser Kammer. Muss aber abgestürzt sein und versperrt nun den Weg. Vielleicht soll es Agroleks Flaggschiff darstellen oder einfach nur ein normales Raumschiff, einer seiner Flotten. Auf jeden Fall stellt es nun ein Hindernis für die Kohorte dar. Tja, entweder mit Sprengstoff oder mit Plasmaschneidern. Ich würde sagen, wir nehmen die Plasmaschneider. Kostet uns ein paar Leben. Aber interessiert uns auch nicht. Hauptsache keine Zeit. So, jetzt werden sie uns bemerken. Aber dann sind wir auch schon quasi mitten in der Mission. Unsere Anwesenheit wurde bemerkt. Ich schaudere. So, Triarch Prätorian. Geladen, Bestimmung, Prätorian, Waffenklasse, Eidstab. Diese Namen stimmen mit den imperialen Aufzeichnungen überein, sind aber noch älter. Vielleicht hat Resak Informationen darüber. Ich werde es nachprüfen.
Geladen. Necron-Schriften haben sich als dekodierbar erwiesen. Sie haben ihre Arsenale und Regimentseinsätze protokolliert. Da sie ihre Namensangaben nicht verschlüsselt haben, konnten diese Angaben im Binärcode der Nosphere dekodiert werden. Dann scheint das deine Antwort zu sein, Xenobiologis. Praetorians überwachen vor einem Angriff den Luftraum und warten oft auf eine gelegen. Okay. Also, das sind die Praetorianer. Wir sollten Resaks Datenbanken in Zukunft nicht mehr stören. Vor allem, wenn er sich mitten in einem Download feindlicher Daten befindet. So, tötet alle Feinde. 1, 2, da ist noch ein Vetter. Und wir starten da drüben. So, beginnen wir den Kampf einfach mal so. So, zack, kassieren wir 3 Damage. Das ist aber noch harmlos. Da kommt der komische Praetorianer, landet neben uns und haut uns auf die Glocke, so wie es aussieht. Wir sind aber ausgewichen, Matrix-like. So, und da kommen noch so ein paar normale Schützen. So ein Wachposten-Man. Kritisch für 5. So, jetzt geht er noch in Wachposten. Schießt aber seltsam darüber. Und der Typ ist noch ein zweites Mal dran, bevor wir überhaupt das erste Mal dran sind. Ganz schön frech, würde ich mal vermuten. Ja, also viele Möglichkeiten haben wir jetzt gerade hier nicht, aber wir werden erstmal drauf klöppeln. Haben wir eben schon mal Fragezeichen abgezogen. Dann würden wir ihn zurückschubsen. So. Obwohl, wir haben Identifikationspistole. Setzen wir auch mal drauf. So, er hat einen blauen Schild und noch 9 Punkte übrig. Schießen wir da einmal drauf. 3 Damage. So, heilen uns selber mal für 2. Sehen damit eigentlich schon wieder ganz gut aus. Wir würden dann einfach losdackeln. Und hier Fettmobs auch mal. So, 16 und auch 3 Schilde. Das Harte ist, dass der Fettmobs zweimal dran ist. Hintereinander weg. So, lohnt sich das? Nein, das lohnt sich nicht. So, hier werden wir jetzt auch einmal für 2 heilen. Dann geben wir noch einen Punkt zusätzlich aus, um nochmal um 2 bis 4 zu heilen. Damit haben wir immerhin wieder 10. Schießen wir da nochmal drauf für 2 bis 4. Kritisch für 4 Punkte. Versuchen wir da nochmal die Werte zu offenbaren. 4 Punkte ohne Schild. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Der Typ ist nämlich lästig. Wir da unsere Waffe ein bisschen auf. Dafür ist er weg. Vorerst. Muss natürlich auch noch hinkommen. So, dann gehen wir da noch ein Stückchen rüber. Und einmal bis an ihn ran für unseren letzten Punkt. Haben aber immer noch unseren Mini-Pizza. Damit haben wir ihn dann erstmal 3 Runden ausgenockt. So, jetzt haben wir Punkte gesammelt und könnten theoretisch wieder ein bisschen laufen. Machen wir, glaube ich, auch. So. Das war's dann erstmal.
So, jetzt müssen wir gerade gucken. Ja, da können wir mal hin. Ja, das Identifikationsschüsschen bringt eigentlich so viel nicht, aber wir machen es trotzdem. Denn damit ist die Knarre dann halt wenigstens aufgeladen. Entschuldigung. Wenigstens aufgeladen. Ah, das kostet 2. Okay, I see. So, gehen wir hier einmal rüber. Und damit wir noch draufschlagen können, müssen wir das hier einsetzen. So, 4 Damage. Das ist natürlich jetzt noch nicht viel, aber wir sind auf dem richtigen Weg. So, und da hinten identifizieren wir den auch mal. Sieben Leben und 2 gelbe Schilde. Okay. Eigentlich können wir das Ding auch noch einsetzen. Nach hinten schieben können wir nicht aus Versehen. 2 Damage. Die 2 Heal brauchen wir nicht. Weg, kriegt da noch mal eine Rüstung weg und einen Schaden. Macht 4 Schaden. Der tickt langsam runter und er ist wieder dran. So, wir hatten hier doch irgendwo noch... Achso, das war der Hüpfer. Okay. Dann gehen wir erstmal hier rüber, damit wir einen spitzen Winkel kriegen. Und dann nochmal 4 reindrücken können. So, dann geben wir einen aus, um hier wieder einen verdienen zu können. Den wir dann hier rüber dackeln. Und dahin. Jetzt können wir hier scannen. 100 Blackstone, sehr schön. So, hier ist jetzt nichts Scannbares mehr. Machen wir da jetzt einmal drauf. Dann gehen wir da einmal rüber und hauen ihm noch einen. Ah, keine Kognitionspunkte. Stimmt, wir wollten unsere Sonderfertigkeit nutzen. So, voll den Balken. Ist zwar Verschwendung. Aber bringt uns vielleicht eine Runde. Nee, das machen wir jetzt nicht. Den Piekser. Das würde uns wahrscheinlich sogar stören. So. Den nehmen wir mal raus. So, die Frage ist, ob wir jetzt schon irgendwas einsetzen wollen. Ich glaube nicht. Dahin gehen, haben wir ihn allerdings geblockt, weil das ist so eng da, da kommen wir dann nicht mehr raus. Wir bleiben einfach stehen, so wie wir sind. Und jetzt ist Ende. Gut, sind wir ziemlich angeknabbert. Aber das kriegen wir wieder raus.
So, eine Gruppe aus Statuen in der Kammer zeigt mehrere namenlose Necron-Lords, die verschiedene Waffen und Zeichen der Autorität tragen. Obwohl sie nicht so dramatisch wie die Statue von Agrolek aussehen, ist dies doch wieder einmal der Beweis für die Selbstbeweihräucherung der Necron-Anführer. Wir machen es kaputt. Gibt noch ein paar Blackstone und warum sollten wir sie ganz lassen? So, ein bisschen angeknabbert gehen wir in die letzte Runde. Dafür mit voller Kognitionsleiste. Fupp. So, scanne oder zerstöre. Würde ich sagen, packen uns da einfach mal tapfer an die Front. Kurz gucken, was wir hier für Gegner haben. Nichts in direkter Nähe. So. Phasenverschiebung. Fupp, fupp. Der geht in Wachposten, aber schießt irgendwie in eine Richtung, wo ich nicht hingucke, kann das sein? Auf diesen Scanner hier. So, was haben wir jetzt vor zu tun? Wir haben eine volle Leiste. Wir würden jetzt erstmal ihn hier heilen um 2. Dann stapfen wir los. Die Leiste ist voll. Ist ja nicht so schlimm. So, da drüben müssten wir scannen. Da oben müssten wir scannen. Da ist jede Menge Kognitionsleiste. Wir gehen erstmal hier hin. Dann scannen wir mal den Knilch da drüben. Das ist nämlich wieder so ein Flohhüpfer. So, der hat 4 blaue Schilde und ist relativ bald dran. Würde heißen, wenn wir hier hingehen, wäre das schon mal ein Ansatz. Haben wir natürlich den Fetti da noch am Start. Kann ja schon ganz übel Schaden machen. Ja, den würden wir direkt mal... So, der hat auch blau. Das Problem ist, das ist ein Nahkämpfer. Wenn ich da so rangehe, komme ich ohne Gegenschlag nicht mehr weg. Deswegen, wir mal, dass wir hier nicht den Punkt holen. Und dann gehen wir tatsächlicherweise einfach mal weiter hier rüber. Und gehen mit ihm den riesen Umweg. Immer wieder 2 direkt. Wo kommen wir dann hier hin? Und können nächste Runde da kreuzen. So, lass mal die kurz darüber krabbeln. So, er heilt sich jetzt erstmal selber. 2 Punkte wieder. Und dann holen wir noch die kleine Buffel dazu. Nochmal 2, dann sind wir jetzt bei 16. Das ist doch schon fast okay. Würden wir den mal identifizieren wollen. Der hat auch blaue Schilde, aber nur 7 Leben. Das heißt, da müssten wir eigentlich durchkommen. Gehen wir erstmal nur in die Nähe. Damit draufknattern. Gehen wir noch eins näher. Hauen ihm noch eine. So, damit ist er raus.
Ja, 4 oder 3. Na egal, 3 bis 5 Schaden sind 3 bis 5 Schaden. Krabums. 3 Schaden, besser als nix. So, da hinten geht's hin. Das ist unser Schwächster, aber mit der besten Rüstung. Kriegt also jetzt nur 2 ab. Den benutzen wir einfach mal. Eine Runde Schild. Dann hauen wir eben nochmal eine. 5 Punkte. Dann schubsen wir ihn weg für 2. Tja, und das wird keinen Schaden machen, leider. Für den letzten Punkt können wir immerhin noch heilen. 3 Punkte. Plus nochmal 2. Und die Knarre aufladen. Für andere Einsatzmittel. Hoho! Ein Crit und wir haben ihn weggeblasen. Das kann auch passieren, durchaus. Dann müssen wir jetzt aber, damit das nicht verfällt, auch Tank spielen. Und vielleicht alle mal segnen hier. Oh. Jawohl, sehr schön. Und weiter geht's. So, komplett absorbiert, aber eine Säure appliziert. Auch absorbiert. Sehr schön. Nichts passiert. Extra Nekros im Kampf. War nicht anders zu erwarten. So, da direkt schon mal einen reingedröselt. Schaffen wir es ohne... Ja, wir schaffen es ohne. Sehr gut. Da kam jetzt einer durch. Aber solange sie nicht kritten, sind wir da relativ safe jetzt in dieser Runde. Außer gegen dieses komische Vieh. Und die ignorieren ja Rüstung. Oh, das ist ein schönes Placement. Ein sehr schönes Placement. So, wir würden, glaube ich, den Umweg noch wieder gehen. Tauschen einen Klöppel gegen 2. So, jetzt haben wir noch einen Klöppel gewinnen und dann noch einmal laufen. Dann jetzt einmal dorthin. Damit holen wir Verstärkung auf den Plan. Naja, gut. Jetzt da einmal rüber. Und wir machen uns die Kognitionsleiste wieder voll. Hauen dem mal einer auf die Rübe. Weggekrittet, sehr schön. Jetzt mal den Infoglas auf den neuen Necron Warrior. Gelbe Rüstung. So, dann macht das nicht viel Schaden, aber wir laden sie weiter auf. Dass wir sie auch den dicken machen können, aber... war uns gerade nicht nach. So. Dann warten wir hier mal ab.
Aber Bums, kein Damage. Kommt jetzt der Port. Hoffentlich hier mitten in den... Jawoll. Wie geil ist das denn? Gucken einfach mal, aus welchem Holz der geschnitzt ist, ob wir ihn wegkriegen. Tun wir. Schießen wir da auch nochmal drauf. Holen uns da den Kognitionspunkt. Pieksen ihn mit unserem besten Stachel zu Tode. Gelbe Rüstung gemobst. Gelegenheitsangriff wollen wir ihm nicht gönnen, also lassen wir das Ganze jetzt so. Ziehen wir da auch schön eine Rüstung weg, aber nur einen Damage. Und hier wird es jetzt spannend. Wir würden den nächsten physischen Angriff mal um 9 erhöhen. Mal gucken hier den Pegel. Okay, also geht ganz gut. Gehen wir ein bisschen näher ran. So, kriegen wir da beide. So haben wir beide im Kegel drin. Und sogar den schon gescannten Computer. Sehr schön. Minus 2 Necron-Erweckung. Das war hier. So, dann wandern wir jetzt noch nach vorne. Semmeln wir auch nochmal eine von 4. Und ziehen uns neue... Ja, ist doch wunderprächtig. Nee, wir pieksen lieber. So. Und dann geht es hier nochmal um die Ecke. Oder lassen wir ihm den Punkt. Vielleicht lassen wir ihm den Punkt. Auf der anderen Seite, nö. Für den einen Punkt kriegen wir einen gratis Schuss. Mit einer aufgeladenen Pistole. Damage durch die Säure. Ja, mit den einen Punkt können wir auch einsetzen. Setzen wir ihn das Ding direkt vor die Nase. So, haben aufgeladen, das heißt, wenn er gleich wegrennt, ist Ende. So, unsere Servitoren können jetzt spotten. Also sie kriegen eine Rüstung und ein Dings und ziehen die Aggro. So, du kommst nicht sonderlich weit. Ich fang einfach mit ran. Nö, lass mal bleiben. So, dann gibt es jetzt hier das Kognitions-Bingo. Können wir da auch noch hin? Da können wir auch noch hin. Die Kamera
mal rotieren. Okay, wir kommen doch nicht ganz hin. Also zumindest nicht mit dem einen Punkt jetzt. Mit dem nächsten dann schon. Scan. Und dann kommt jetzt wahrscheinlich noch die äußerst schwierige Aufgabe, alle Feinde zu töten. Ne, flüchten? Was? Wir haben es hier voll im Griff. Wir sollen wegrennen. Na gut, wir heilen auf jeden Fall nochmal uns selber. Viel. Dann müssen wir gestärkt aus dieser Mission rausgehen. 3 repariert. Und ab in die Repair-Box. So, jetzt seht ihr, warum meines Erachtens diese Heildinger unglaublich mächtig sind. Weil du hast ja dadurch, dass das Leben zwischen den Missionen quasi überspringt. Man geht halt immer voll oder zumindest mal fast voll raus. Extra Necrons im Kampf. Ist jetzt nur so mäßig. Ich kann da noch die Leiche. Und keine Ahnung, ich muss ihn aus dem Weg stellen. Jetzt bist du dran. Hast wieder deinen kleinen Heal parat. 2 Punkte ist besser als nichts. Ist auf 15. Gehen wir auch in den Fluchtbereich. So, und last but not least darfst du auch nochmal. Gehst erstmal hier hin. Warum gehe ich nicht in den Fluchtkreis? Ich möchte noch heilen können, ohne dass die Mission sofort beendet ist. Denn die 2 Punkte sind 20 Blackstone. Das lohnt sich. Denke ich. Erfolgreich geflohen. Haben wir gut gemacht. Mission abgeschlossen. Die Kohorte präpariert die monumentale Statue von Agrolek mit Sprengladungen. Durch die nachfolgende Detonation kippt die Statue um und zerbricht krachend auf den Boden der Kammer. Genauso wie die Macht der Necrons aus Silber Tenebris unter dem Druck des Adeptus Mechanicus zerbrechen wird. Oh, theatralisch. Es gibt wenig Freude in den Necron-Gräbern, doch es erfreute mich, diese Statue fallen zu sehen. Der erzielte Gewinn sollte den Ressourcenaufwand dieser Mission übersteigen, um Jubel zu rechtfertigen. Vertraue mir, Margus. Skitari mögen mental stärker als nicht augmentierte Truppen sein, aber selbst ihre Moral darf nicht ignoriert werden. Ich bin erleichtert, dass du die psychologische Gesundheit unserer Truppen nicht vernachlässigst. Die meisten Tech-Priests denken darüber nicht nach. Die meisten Tech-Priests haben hier nicht das Kommando. Ich schon. Hoho, geiler Typ. Ja. Fup, fup, fup. Fup, fup, fup. Okay. 20 Blackstone, damit können wir leben. Die haben wir ja ein bisschen wieder reingeholt, auch hier. Das sieht gut aus, eine gute Ausbeute. Um die 200 Gewinn, würde ich sagen. Plus das, was hier noch dazu kommt. Und ein Tech Priest.
Also 424, wir dürften jetzt bei knapp um die 1000 rumliegen. Jawohl. Und der nächste Angriff wird 6 physische Rüstung brechen. Ja gut, werden wir aber wahrscheinlich nicht nutzen. Den Melops-Sektor haben wir geortet. Bei den ersten Vorstößen in dieses Grab offenbart sich ein ebenso prächtiger wie erschütternder Anblick. Das Grab ist ein riesiger außerirdischer Datenweaver, dessen Säulen wie gigantische Platinen voller Xenos-Daten aussehen. Es wirkt beinahe, als wäre er aus Wissen gebaut. Bestimmte Teile dieses Grabes sind besser organisiert und wirken wie Bibliotheken aus schimmernden Datenkristallen. Andere erinnern an lichtlose Kluften, in denen sich riesige Säulen unablässig bewegen, wie die Elemente einer riesigen Maschine, die unermüdlich sucht und sortiert. Überall summt die Luft durch die schiere Menge an Informationen, die aus allen Oberflächen zu dringen scheinen. Dieser Ort ist eine wahre Fundgrube des Wissens. Bei einem Tech-Priest kann ein solcher Anblick nur Begierde und Beklemmung auslösen. Schön. Oder was heißt schön? Wir gucken einfach nochmal, was wir hier haben. Da ist wieder eine blöde Schatzsuche im Agrolex-Sektor. Die kannst du dir ja mal wirklich an die Backe nageln, Kollege. So, da ist das Heilding. Das ist immer noch halbwegs interessant. Hier bekämen wir die maximale Kognitionsleiste erweitert. Das ist sogar im neuen Sektor. Das sind also 2 Pluspunkte. Plus halt ein Upgrade von irgendeiner Truppe, die wir eh niemals nutzen werden. So, hier drüben gibt es diesen Fuser Blaster Super Knaller und Blackstone. Und hier gibt es den Ekropis Sektor Lord. Da ist die Frage, ob wir uns den nächsten Lord direkt vorknöpfen sollten, denn das Schwer vom letzten Mal war jetzt so schwer nicht. Und wir haben seitdem 2 gute Upgrades bekommen, nämlich die besseren Servitoren und einen weiteren Tech Priest. Und das ist durchaus, glaube ich, eine Maßnahme. Und wir sind jetzt bei 41% und haben einen vierten Sektor. Das heißt, im Prinzip 25% für jeden haben wir Zeit. Das heißt, wir sollten den zweiten clearen, bevor wir die 50 haben. Wenn das überhaupt geklärt ist, weil hier kriegen wir trotzdem immer noch Dingsies. Nun gut, wir sagen schließen. Und wir sagen Kohorte. Und wir haben den Magus Oriokus. Gut. Oder vielleicht gut. So, wir haben hier den Elfer. Da den Einser. Ne? Wie sind denn die sortiert jetzt? Den Zwölfer. Da den Zehner. Muss er ja mindestens 9 Aufstiege kriegen, damit er irgendwie ein bisschen mithalten kann. Ne? Das könnte auch durchaus... Na, wird nicht ganz passen, aber ist egal. So, wir sagen einmal Upgrade. Sagen einmal schließen, denn ich habe keine Ahnung mehr, was meine anderen überhaupt für Hauptskills haben. So, der da war ein Lex-Mechanic. Das mit der Kognitionsleiste gefällt uns eigentlich ganz gut. Er hier wird bald sein ein Dominus. Das war unser Tech-Auxilium. Okay, ja. Das heißt, wir haben ein Tech-Auxilium, ein Lex-Mechanik und ein Dominus. Würde uns ein Explorator, ein Sekutor oder ein Engineer fehlen? Müssten wir einfach mal gucken, was hier die Diener sind. Das hier scheint so eine Art Self-Heal. Also sehr viel Heilung. Der hier Trupp erhält. Die pimpen Truppen und wir sind ja eigentlich ohne unterwegs. So, Explorator, Bewegung, Kampfwerte, wenn man im Nahkampf dran geht. Maschinengeist, Angriffe fügen plus 2 Damage zu. Das hatten wir hier auch nochmal, ne? Ja. Dann Feldgenerationspunkte und wenn keine Distanzwaffen ausgerüstet sind, bekommen wir massive Boni. Na gut, dann versuchen wir den mal als Explorator aufzusetzen. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob wir bei 2 Fernkampfplätzen und nur einem Nahkampfplatz auf Fernkampfwaffen verzichten sollten. Aber für den Moment machen wir das einfach mal. So. Einen physischen Damage. Na gut, wir nehmen erstmal die defensiveren Sachen. Off
offenbare die Kampfwerte eines Feindes. Okay. Den Punkt würde ich aus Lex-Mechanik allerdings mitnehmen wollen. Einfach damit wir die Kognitionspunkte immer schön am Start haben. Hier nehmen wir das zweite Rüstungsteil. Den Schädel. Und jetzt kann man noch ein Upgrade, denke ich, machen, sinnvollerweise. Maschinengeistangriffe fügen plus 2 Damage zu. Ist er jetzt Rang 7. Und wir haben kein Geld mehr für mehr. So, den Torso und den Kopf. Das sind No-Brainer. Damit ist er jetzt auf 15 Hitpoints und 2 gelber Rüstung. Dann kriegt er definitiv hier eine Nahkampfwaffe. Denn das ist ja unser Nahkämpfer. Ja, die Frage ist, ob wir jetzt von Anfang an ihm schon keine Punkte geben. Also keine Fernkampfwaffen, aber ich glaube, das lohnt nicht. Ich denke mal, wir geben ihm trotzdem unseren Standard hier mit. Das kostet ja quasi nichts. So, dann geben wir ihm auch einen Insektenstachel. Oder geben wir ihm sogar 2. Ne, wir geben ihm auch so ein kleines Heilbömpchen mit. So. Sind wir jetzt minimalistisch ausgestattet. Und haben einen neuen 7er Tech Priest, der unser Team hoffentlich vernünftig verstärkt. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir auch schon wieder fast soweit. Ich bin fast versucht, hier den Boss umzunieten zu wollen. Oder aber wir holen uns erst noch den zusätzlichen Kognitionspunkt. Das werde ich mir bis zum nächsten Mal überlegen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute.